Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. und heute die Partie Polen gegen die Slowakei. Ja, da würde ich sagen, die Polen gewinnen natürlich. Robert Lewandowski. Hoffe ich mal, dass er trifft. Oder zweimal. Mal schauen. Ich bin mal gespannt, ob ich hier Robert Lewandowski ziehen werde in diesem Blister meine ich. Ja, und da würde ich sagen, wir holen mal die Booster hier raus. So, das ist das zweite Spiel hier am Montag. Ja, morgen spielen die Deutschen, da bin ich auch mal sehr gespannt. Morgen nur zwei Spiele. Und dann kommt Dienstag, glaube ich, wieder drei, so viel wie ich weiß. So, zwei Booster hierhin. Und zwei Booster dahin. Und wir sehen mal, welche Limi hier in dem Blister ist. Wir haben hier Baumgartlinger. Ja. Für Österreich. Ja, nicht schlecht. Die legen wir wieder hier hin, wie im letzten Orakel. Ein bisschen so. So. Okay, jetzt war es schon wieder schief. So, lassen wir es. Dann sage ich mal, wir starten in die erste Halbzeit und los geht's. So. Also ich denke mal, Polen wird's machen, das Spiel hier. Wie immer könnt ihr mal eure Ergebnisse in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, ausgehen wird es 2-1, 3-1, so ungefähr. Ich bin mal gespannt, wie es hier. Wie ist denn das hier eingepackt? Sonst ist das doch mal anders da. Okay. Ja. So, wir haben hier für Finnland Kamara. Dann haben wir für Belgien Tielemans. Wir haben hier für Ungarn Soloi. Wir haben hier Ruben Neves für Portugal. Für Deutschland haben wir hier Rüdiger. Für Österreich haben wir Baumgartner. Dann haben wir hier für die Türkei Ozan Tufan als Transfer. Und die letzte Karte ist hier Paul Pogba als Juwel. Oder Jewel, keine Ahnung. Ich sage immer Juwel. Aber ist, glaube ich, Jewel, weil es mit E geschrieben wird. Jewel. Ja, ich finde die geil, die Karten. Also, erster Booster hat noch nichts gebracht hier in dem Orakel. Es geht weiter mit dem zweiten Booster in der ersten Halbzeit. So. Erstmal hier. Zack. So, wir haben hier für die Tschechen Kufal. Haben wir für Slowenien das 1 zu 0. Bozenic macht's. Und damit ist es 1 zu 0 hier. Oha. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. So. Dann geht's weiter hier mit der Schweiz, mit Severovic. Dann haben wir für die Slowakei das 2 zu 0 mit Valjent. Und dann ist das 2 zu 0. Oha. Eieieiei. Also bis jetzt ist das beste Orakel bis jetzt, finde ich. Mit den meisten Toren. So, da haben wir noch für Spanien Thiago. Dann haben wir hier Schottland Armstrong. Dann haben wir für England Eric Dier, Transferred. Na. Und dann haben wir noch für die Schweden Victor Nilsson Lindelöf als Defensive Rock. Yes. Und somit war es das für die erste Halbzeit. Oha. 2-0 hier gegen die Polen. Huh. Eieieiei. Das wird eng für die Polen. Mal schauen. Ich müsste jetzt drei Karten ziehen für die Polen.
dass hier die Polen noch gewinnen. Oder vielleicht ein Unentschieden, also zwei Karten. Da würde ich sagen, wir hauen herein in die zweite Halbzeit und los geht's. So, auf geht's. Zweite Halbzeit. Könnte das beste Orakel werden hier bis jetzt. Ist ja noch lange. So, wir haben hier für Nordmazedonien Dmitrievski. Dann haben wir für Russland Semenov. Harry Kane für die Engländer. Dann haben wir für die Niederlande Sillesen. Schon wieder Nordmazedonien Nestorowski. Dann haben wir Dänemark Braithwaite. Haben wir für die Niederlande haben wir Virgil van Dijk als First Favorite. Und dann haben wir nochmal die Niederländer mit einem Power Trio. De Jong, Van de Beek und Wijnaldum. Wijnaldum richtig stark gestern gegen die Ukraine, ja. So, noch nichts ist passiert hier in dieser zweiten Halbzeit. So, bin ich mal gespannt, ob jetzt mal hier Polen kommen. Was ist so wenig Polen hier drin, oder was? Ah, jetzt habe ich schon ein bisschen verraten. Egal. Wir haben hier Zielinski für die Polen. Und damit ist das 1:2 hier. Jawohl. Und dann haben wir hier die Ukraine mit Zinchenko. Dann haben wir hier Raitala für Finnland. Dann haben wir hier, oh, Ronaldo hier für Portugal. Dann haben wir hier Matthias Ginter für die Deutschen. Ja. Und dann haben wir einen Topmaster. Oh yeah, Harry Kane. Nowhere hier. Entschuldigung. Eine Rare Harry Kane von den Engländern. Jawohl. Nicht schlecht. Also eine Limi und eine Rare hier drin. Dann haben wir hier das Wales-Trikot. Und die letzte Karte in diesem Orakel ist... für Dänemark. Kaspar Schmeichel als Goalstopper. Ja, das war's mit diesem Orakel. Das Orakel besagt, die Polen verlieren hier gegen die Slowakei 1:2. Okay. Also ich hätte lieber noch eine Karte von Polen gehabt, wäre besser gewesen. Also kein hier Robert Lewandowski gezogen, schade. Ja, dann würde ich sagen, heute Mittag kommt nochmal ein Video, 16 Uhr. Dann würde ich sagen, haut rein, ciao.